Hallo und willkommen bei Watchmaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Schwarzwalduhren, Uhrenmarken aus dem Schwarzwald, das ist mein Thema heute und du hast den vierten Teil dir ausgesucht, bei dem es um die Uhren aus dem südlichen Schwarzwald geht. Drei Teile über Uhrenmarken aus dem nördlichen Schwarzwald habe ich schon gemacht. Dort ist auch die Mehrzahl der Uhrenmarken angesiedelt. Heute geht es um den südlichen Schwarzwald und ich kann sagen, dass ich persönlich finde, dass hier die Uhrenmarken etwas außergewöhnlicher sind und sich noch stärker gegeneinander abgrenzen als im Norden. Es ist vielleicht nicht jede Marke für jeden etwas, aber ich glaube, dass doch jeder wahrscheinlich zumindest bei einer Marke etwas findet, wo er sagt, gefällt mir, finde ich klasse. Ich bin echt gespannt, wie diese Marken bei euch ankommen. Ja, die ganze Serie ist übrigens nur möglich gewesen, weil ein Uhrenfreund, Jörg, an dieser Stelle nochmal, echt super, klasse, danke. Ich find's richtig klasse, was du an Vorarbeit geleistet hast. Und nur so konnte ich mit einem vertretbaren Aufwand dieses Format machen, hat mir irrsinnig geholfen, wirklich klasse. Im nächsten Jahr möchte ich gerne ein ähnliches Format in Zusammenarbeit mit Jörg machen über Glashütte. Soweit sind wir aber noch nicht, aber das ist schon mal ein Ausblick auf das, was kommt. Kommen wir doch direkt zur ersten Marke. Und die erste Marke, um die es sich in diesem Video dreht, ist Junghans. Junghans sitzt in Schramberg und der Geschäftsführer ist nach meinen Unterlagen Matthias Stotz. Junghans ist eine irrsinnig traditionsreiche Uhrenmarke, ein sehr, sehr traditionsreicher Uhrenhersteller. Junghans hat dieses Jahr 160-jähriges Jubiläum gefeiert, 160 Jahre Uhrenproduktion. Und auch wenn Junghans heute etwas vom Radar verschwunden ist und nicht mehr ganz so präsent ist, Junghans ist nach eigenen Angaben im Jahre 1903 der größte Uhrenhersteller der Welt gewesen, mit mehr als 3000 Mitarbeitern und mehr als 3 Millionen produzierter Uhren pro Jahr. Also das wird heute verglichen, zeigt, wie groß und wie bedeutend Junghans zumindest in der Masse, in der Quantität einmal gewesen ist und was für ein wirklich traditionsreiches Unternehmen Junghans auch heute noch repräsentiert mit einer 160-jährigen Geschichte. Junghans hat aber nicht nur viele Uhren gemacht, Junghans hat auch sehr ikonische Uhren gemacht. Zum Beispiel hat Junghans die erste marktreife Funk-Armbanduhr der Welt produziert und später auch die Funk-Solar-Uhren, die Junghans Mega bzw. die Junghans Mega Solar. Und auch mit der Max Bill hat Junghans wirklich eine ikonische Uhr, die ganz besonders heraussticht und für viele andere Uhren eine Vorlage war, beziehungsweise ein Bauhausdesign aufgreift und auf das absolut Wesentliche reduziert. Also zwei extrem ikonische Uhren aus dem Hause Junghans. Junghans hat sich heute stärker fokussiert auf modernes deutsches Industriedesign und legt einen ganz großen Schwerpunkt auf das Thema Funk bzw. Solar und auch in Kombination Funk-Solar. Junghans hat aber auch andere Uhren im Angebot, Chronographen, mechanische Uhren, sehr breit aufgestellt und wie ich finde auch sehr interessante Designs, die sich wirklich abheben. Einige der Uhren erinnern ein kleines bisschen an Rado. Als Material wird teilweise auch tatsächlich Keramik verwendet. Andere Uhren sind in Stahl. Die Bänder der Keramikuhren sind zum Teil mit Keramik und Kautschuk im Wechsel. Also wirklich sehr interessante Sachen, die aus der Masse herausstechen und sich designmäßig abheben. Was mir bei Junghans sehr gut gefällt, ist, die
unglaubliche Breite an Designs, die sie abdecken, über die schwarzen Funk-Solar-Uhren bis hin zu etwas retro angehauchten Uhren, die ein komplett anderes Design und auch eine komplett andere Käuferschaft ansprechen. Für mich ist Junghans wirklich eine sehr interessante Marke. Und was mich persönlich überrascht hat, ist die Preisspanne, die Junghans abdeckt. Die Uhren beginnen bei 329 Euro. Das hat mich nicht so sehr überrascht. Ich wusste, dass Junghans günstigere Uhren im Angebot hat. Aber die hier gezeigte Platinuhr endet bei rund 16.000 Euro. Und auch Goldvarianten für 8.000 Euro hat Junghans im Angebot. Richtig breit und nicht nur günstig. Was zu Junghans noch zu sagen ist, ist das Museum. Schaut es euch an, wenn ihr in Schramberg seid. Wirklich klasse. Junghans hat die damalige Uhrenfabrik und heute auch Teile des Museums in einen Terrassenbau untergebracht, der wirklich terrassenförmig an den Hang gebaut war, um den Ateliers, den Studios und den Handwerkern möglichst viel Tageslicht zu ermöglichen, um die Uhren ohne Kunstlicht so gut wie möglich zu designen und zusammensetzen zu können. Ich habe euch ein kurzes Foto eingeblendet. Also zu Junghans kann man sehr viel sagen, bleibt nicht aus bei 160 Jahre Geschichte, sowohl was die Geschichte betrifft, aber auch was das aktuelle Portfolio betrifft, ist Junghans für mich so eine Art Geheimtipp. Die zweite Marke, die ich euch heute zeigen möchte, ist Hanhardt. Hanhardt sitzt in Gütenbach und die Geschäftsführer sind Felix Wallner und Simon Hall. Hanhardt wurde 1882 als Uhrengeschäft gegründet und im Jahre 1924 hat Hanhardt nach eigener Angabe die erste mechanische Stoppuhr zu einem, und jetzt zitiere ich, bezahlbaren Preis auf den Markt gebracht. Ich interpretiere das als Serienmarktreife für die breite Masse. Vielleicht gab es vorher schon mechanische Stoppuhren, aber das waren Präzisionsinstrumente für wissenschaftliche oder andere Zwecke. Hanhardt hat diese Technologie ganz offensichtlich nach eigenen Angaben in einer Art Produkt für den Massenmarkt, in ein bezahlbares Produkt für den Massenmarkt transferiert. Heute baut Hanhardt instrumentelle Uhren für den Einsatz zu Luft, zu Wasser und zur Erde. Und das sieht man den Uhren auch an. Es sind wirklich keine feinen, dressigen Anzuguhren. Es sind wirklich auffallende, robuste Einsatzuhren, die ganz klar die Designsprache von Hanhardt sprechen. Wo wir beim Design sind, eines der ganz typischen Designmerkmale von Hanhardt ist der rote Drücker bei den Chronographen. Egal, ob es ein Monopusher ist mit nur einem Drücker oder ob es die Chronographen sind, die man üblicherweise kennt, mit zwei Drückern. Mindestens einer, beziehungsweise bei den Monopushern, der eine ist rot lackiert. Ja, warum ist das so? Darum gibt es eine Fabel, eine Legende und wahrscheinlich eher einen realen Grund. Fangen wir mit der Legende an. Ein Pilot muss in den Einsatz, muss einen Einsatz fliegen, verabschiedet sich von seiner Frau oder Freundin und als er die Uhr anzieht, sieht er, dass ein Drücker mit Nagellack rot lackiert war und die Legende besagt, das sei seine Frau oder Freundin gewesen, damit er sich im Einsatz an sie erinnert. Klingt ganz süß, ist ganz nett, aber ich glaube, in der Realität ging es darum, den Stoppdrücker rot zu markieren, damit im Einsatz nicht versehentlich gestoppt wurde, bevor es notwendig war und somit eine Messung, die zur Navigation notwendig war, ruiniert wurde. Ich glaube, das ist einfach ein Warnsignal gewesen, um die Uhren in der Bedienung im Einsatz schlicht und ergreifend sicherer zu machen und eine Fehlbedienung unter Stress zu vermeiden oder zumindest zu reduzieren. Die Uhren von Hanhardt sind teilweise groß, teilweise sehr
robust, auch etwas schwer. Es gibt aber auch kleinere Varianten. Allen ist gemeinsam, dass sie sofort und unmissverständlich als Hanhard-Uhren zu erkennen sind. Es gibt zwei grundsätzliche Merkmale. Es ist zum einen der rote Drücker bei den Chronographen, dann bei den historisch angehauchten Modellen die kannelierte Lünette. Die Pioneer-Modelle sprechen alle eine komplett andere Formensprache, die aber auch in sich sofort zu erkennen sind, und zwar unabhängig davon, ob es sich auf die Modelle zu Wasser, zu Lande oder zu Luft beziehen. Preislich liegen die Modelle bei knapp unter 1.000 Euro bis gut über 3.000 Euro. Das ist so die Preisspanne, die ich gefunden habe. Insgesamt eine sehr sympathische Marke, wie ich finde, auch mit einem sehr eigenständigen Auftreten. Und wie ich anfangs im Video schon gesagt habe, sie grenzt sich doch sehr deutlich zum Beispiel gegen Junghans ab. Ist eine komplett andere Uhr, ein komplett anderes Segment und auch eine komplett andere Käuferschicht, die angesprochen wird. Hanhard baut aber nicht nur Armbanduhren, sondern auch Stoppuhren, aus der Historie heraus bezahlbare mechanische Stoppuhr. Und Hanhard hat mehrere unterschiedliche Stoppuhrentypen im Angebot. Die klassische Stoppuhr, die man vielleicht vom Sportplatz noch kennt, Stoppuhren für Langzeitmessungen, Stoppuhren mit Flyback und Schleppzeiger. Ich glaube, Hanhard hat insgesamt 5 oder 6 verschiedene Stoppuhrentypen im Angebot. Auch außergewöhnlich bei den Uhrenherstellern, die ich so kenne, aber absolut konsistent, wenn man die Historie von Hanhard sich betrachtet. Gefällt mir sehr gut. Für mich eine sehr sympathische Marke in einem durchaus noch bezahlbaren Preissegment. Kommen wir zur dritten Marke aus dem südlichen Schwarzwald. Und dabei handelt es sich um Borgward. Geschäftsführer ist Jürgen Betz und der Sitz ist in Efringen-Kirchen. Ich hoffe, ich habe das richtig notiert. Borgward war mir eigentlich immer nur in allererster Linie bekannt als ein Autodesigner, nicht so sehr als Uhrenhersteller. Natürlich kannte ich Borgward als Uhrenhersteller, aber meine erste Assoziation war immer die des Autodesigners. Und tatsächlich gibt es hier auch eine Parallele. Jürgen Betz ist ein Techniker und hat lange in führender Position bei einem der größten europäischen Zifferblatthersteller gearbeitet und wollte eigene Zifferblätter machen. Und damit sind wir auch schon bei dem Kern von Borgward. Borgwards Kernaussage ist nicht so sehr, andere Gehäuseformen entwickeln zu wollen oder besondere Werke oder Komplikationen in den Vordergrund zu stellen, sondern bei Borgward steht das Zifferblatt im Vordergrund. Und das Zifferblatt orientiert sich bei allen Uhren, die ich gesehen habe, an den Rundinstrumenten der Autotachos und Autoanzeigeinstrumenten der 50er Jahre. Wenn man das einmal im Hinterkopf hat und sich die Uhren anschaut, dann geht es euch vielleicht so wie mir, dass man das Gefühl hat, tatsächlich eher auf ein Tacho oder ein anderes Instrument im Auto zu schauen als auf eine Armbanduhr. Und das ist auch ganz klar so gewollt, denn das ist die Aussage von Borgward und das ist auch der Stil, den Borgward verfolgen möchte. Borgward gibt es seit 2010 und hat sich seitdem zu einem Hersteller entwickelt, der ein sehr großes Portfolio an unterschiedlichen Ziffernblättern, an unterschiedlichen Uhrengesichtern hat. Ich habe euch einige Modelle eingeblendet und werde es auch während ich spreche noch tun. Alle diese Modelle passen in keines der Schemen, die ich bisher so für mich persönlich für Uhren bereitgelegt habe. Es ist weder ein Dresser, es ist keine echte Sportuhr, es ist keine Taucheruhr, kein Flieger, es ist auch nicht wirklich eine Rennsportuhr. Ich finde alle sehr eigenständig und für mich stechen sie aus der Masse der Uhren heraus, die ich mir bisher so angesehen habe. Und das finde ich
super sympathisch, auch wenn ich nicht vielleicht jedes Design an meinem Arm mir gut vorstellen kann, so mag ich es dennoch, dass hier wirklich einmal ein anderer Weg gegangen wird und die Uhren auch tatsächlich anders aussehen als das, was ich bisher gesehen habe. Preislich liegen die Uhren so ab circa 1.500 Euro bis knapp unter 7.000 Euro. Borgward baut sowohl Handaufzugsuhren als auch Automatikuhren, Chronographen sind dabei, also eine relativ bunte Mischung. Als ich mit Herrn Betz telefonierte in Vorbereitung auf dieses Video, ob ich Fotos verwenden kann, ob es irgendwas gibt, was ich nicht sagen sollte oder was ich zusätzlich wissen könnte, hat er mich auch darauf hingewiesen, dass Borgward Uhren Seminare macht, in denen man seine eigene Uhr zusammenbaut. Soweit machen das auch andere Hersteller. Was ich aber extrem charmant fand, dass Borgward jedem, der zu diesem Uhrenseminar geht, es ermöglicht, sein eigenes Ziffernblatt zu entwerfen und zu drucken. Im Standardpreis enthalten ist die Individualisierung eines Standardziffernblattes mit Name, Jahreszahl oder sonst irgendwas. Es gibt aber auch als aufpreispflichtige Option die Möglichkeit, ein komplett eigenes Ziffernblatt zu entwerfen. Auch sagt mir Herr Betz, dass die Werke von den Teilnehmern der Seminare selber veredelt werden, sodass man wirklich Wert auf das Handwerk legt und nicht nur auf den Zusammenbau. Diese Seminare dauern 2 Tage und ich habe mir ganz fest vorgenommen, nächstes Jahr ein solches Seminar zu besuchen und wenn ich es irgendwie hinkriege, ich habe eigentlich 2 linke Hände und bin total ungeschickt, das auch zu filmen. Also entweder wird es ein tolles Uhr-Zusammenbau- und Selbsterfahrungsvideo oder es wird was unglaublich Komisches und ihr lacht euch kaputt, wenn ihr mich da werkeln seht. Auf jeden Fall ist das etwas, was ich mir für nächstes Jahr vorgenommen habe. Die 4. und letzte Marke in meinem Video ist Lehmann. Lehmann kannte ich bisher nur vom Namen nach und erst die Auseinandersetzung mit diesem Video hat mich wirklich mit der Nase auf diese Marke gestupst und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sehr beeindruckt, auch wenn die Modellvielfalt nicht so groß ist wie zum Beispiel bei Junghans mit den Modellen oder Borgward mit den Ziffernblättern. Dafür hat Lehmann eine extrem hohe Fertigungstiefe. Lehmann sitzt in Hart, das ist in der Nähe von Schramberg, und der Geschäftsführer ist Markus Lehmann. Lehmann hat Uhren im klassischen, puristischen Design. Es sind immer Automatikuhren. Und Lehmann befindet sich ganz eindeutig im oberen Preissegment. Die verwendeten Materialien sind Stahl, Edelmetalle, Titan oder auch Keramik. Das Markenzeichen von Lehmann-Uhren ist zum einen die Gehäuseform mit den sehr speziellen Hörnern und dem sehr speziellen Bandanstoß, was dann leider auch dazu führt, dass es ein proprietärer Bandanstoß ist und das Band sich nicht x-beliebig wechseln lässt. Dafür, und das habe ich an mehreren Stellen gelesen, müssen diese Uhren sehr komfortabel auf dem Arm sitzen, weil sie nicht plan aufliegen, sondern sich ein bisschen um den Arm herumschmiegen. Und das wird erreicht durch die Art des Bandanstoßes und die spezielle Gehäuseform. Der zweite Designpunkt, der Lehmann etwas aus der Masse herausstechen lässt, ist die versenkbare Krone. Man kann die Krone durch einen kleinen Druck aus dem Gehäuse herausdrücken. Dann kann man die Uhr und gegebenenfalls auch das Datum stellen und man kann dann die Krone wieder in das Gehäuse selber hineindrücken. Es gibt also im Gehäuse eine Aussparung und die Krone lässt sich dann in das Gehäuse drücken, sodass, wenn man die Uhr am Arm hat, keine Krone hervorsteht und nichts in den Arm hineindrückt. Eine weitere Spezialität von Lehmann ist ein Uhrenmodell mit einer Gangreserveanzeige, soweit nichts Besonderes, aber die Gangreserveanzeige ist nicht auf dem Ziffernblatt oder wie bei wenigen anderen Uhren auf der Gehäuserückseite realisiert,
sondern in dem Gehäuseteil zwischen den beiden Hörnern. Also da, wo das Band an das Gehäuse anstößt, an dem kleinen Platz darüber, ist die Gangreserveanzeige realisiert. Das habe ich noch nie bei einer anderen Uhr gesehen und finde ich richtig interessant. Lehmann wurde 2011 gegründet, gehört zu der Mutter Lehmann Präzision und alle Teile, die Lehmann bei der Uhrenproduktion verwendet, wurden entweder auf eigenen Maschinen erstellt oder auf Maschinen, die Lehmann Präzision für die Schweizer Uhrenindustrie gefertigt hat. Das bezieht sich auf das Werk. Andere Teile wie Gehäuse, Zeiger, die aufgesetzten Indizes, die Faltschließen werden alle im Hause Lehmann selber produziert. Ich glaube, dass man hier mit absolutem Recht von einer Manufaktur reden kann, auch wenn vielleicht einige Werksteile oder Werke zugekauft und in Anführungsstrichen nur veredelt werden, werden diese Werke doch auf Lehmann-Maschinen gebaut und teilweise baut Lehmann die Werke auch selber. Lehmann veredelt die Werke auch aufwendig und es gibt auch die Option auf einen Saphirglasrotor, der zusätzlich Blick ins Werk freigibt. Auch das ist etwas, was ich so noch bei keiner anderen Uhr gesehen habe. Also sehr innovativ, sehr interessant. Vom Stil her sind die Uhren oft relativ ähnlich, dafür aber wirklich etwas Außergewöhnliches und auch sehr wertig gemacht. Preislich liegt Lehmann im Bereich von etwa 5.500 Euro bis über 120.000 Euro. Sehr breite Preisspanne und wem es gefällt, schaut gerne mal rein. Die Uhren finde ich, wie gesagt, alle einen Blick wert, auch wenn sie sich ähneln. Aber ich habe da wirklich ein, zwei Modelle gesehen, wo ich gesagt habe, die könnte ich mir bei mir auch sehr gut vorstellen. Ich verlinke euch hier nebenan zwei andere Teile meiner Schwarzwald-Videoserie. Schaut sie euch an, falls noch nicht geschehen. Schreibt in die Kommentare, was ihr denkt. Bleibt gesund und freut euch auf die nächsten Videos. Bis dahin, tschüss. Euer Axel.